Nun kommen wir zu Sasan Yazdani, ein Designer etwas anderer Art. Er nennt sich ein Wurscht-Designer. Und ihr könntet ihn kennen, weil er als mobiler Wurstverkäufer sehr oft schon vor der Zentralstation bei größeren Events tätig war. Und er wird uns nun etwas aus seinem Wurscht-Design erzählen. Herzlich willkommen. Danke. Hallo erstmal. Wie ihr seht, geht es jetzt um die Wurst. Das sieht man auf der Tür. Das ist meine heimliche Geliebte, die Roberta. Die begleitet mich ganz gern zur Arbeit. Danke, Alex Lechner. Dein Vortrag war auch sehr gut und dieses Foto ist genial. Also kann ich nur empfehlen, wenn man ein professionelles Foto braucht. Das Wetter war scheiße beim Shooting. Okay, bei diesem Anblick kriege ich Hunger, muss ich gestehen. Fleisch ist essentiell bei meinem Wirken, also ob am Stück wie hier in der Kleinmarkthalle in Frankfurt oder als Wurst auf dem Grill. Das ist Lammfleisch. Der Stand ist ein Halal-Stand neben dem Stand meiner Nachbarin. Gut, okay. Hier fing vor 7 Jahren meine Leidenschaft zum Grillen an. Das ist bei Airbag, was vielen Darmstädtern bekannt ist. Paul David ist ein sehr guter Freund von mir und ein großer Kritiker. Und hier ging das beim Lagerverkauf los, ja, vor circa 7 Jahren. Naja, und hier ist auch der Name Wurstfontäne entstanden. Okay, das war bei einem privaten Essen. Also ich ernähre mich nicht nur von Wurst, auch wenn das viele denken. Das sind geschmorte Kalbsbäckchen an einem Rotweinjus mit Zwiebelkonfit, einem Kartoffelselleriepüree und ein hausgemachtes Kartoffelchip mit einem Wasserzeichen mit einem Thymianblatt drin. Es war sagenhaft. Hier sehen wir ein geniales Bild von einem hübschen Mann, der sich von der Sonne wecken lässt. Das war in Apulien, in Santa Catarina am Strand. Da gibt es wenig Sandstrand, aber glücklicherweise, so ist das Wasser wesentlich klarer. Ja? Und der genießt einfach das Open-Air-Hotel. Okay, Flausen habe ich viele im Kopf. Das war in Bari, in Apulien, in meinem diesjährigen Urlaub, wo ich auf der Hochzeit von einem guten alten Freund war. Und gut, jeder wollte bestimmt mal Frau sein von den Männern. Hier hat sich mir die Möglichkeit ergeben und ich habe mich einfach drunter gestellt. Und der Breite kommt es auch ganz gut hin. Okay. Ja, so. Diesen Mann kennt auch jeder, ist Situationskünstler. Wirkt täglich im Vino Zentral, einer meiner Gastropartner in Darmstadt, wo wir ein Donnerstag-After-Work grillen, Antipasti, whatever, Wein trinken, initiiert haben und in den nächsten Jahren noch viel mehr, hoffentlich. Okay, das ist eine Elektrowursteinladung, die letzte in diesem Sommer in der Weststadt. Das Bild entstand auf Fuerteventura, glaube ich, am Strand, hat der Paul David gemacht. Und Elektrowurst hat nichts mit Elektrogrill zu tun, sondern mit elektronischer Musik und Barbecue. Also drin gibt es Leckeres zum Tanzen und draußen Leckeres vom Grill. Gut, aha. Nein, ich bin kein Fußballfan, ich kenne nicht mal die Regeln. Allerdings ist die Lilie, die man hier im Fenster sieht, die meisten nur mit den 98er verbinden, mit Bestandteil des Darmstädter Wahrzeichens. Und aus der Sicht von Roberta durch das hintere Fenster sehen wir eine Wiese in der Holzhofallee, wo eine namhafte Agentur kampiert und hier ein Mittagscatering bekam. Okay, das ist meine zweite Geliebte, muss ich gestehen. Auf der fahre ich ganz gern privat durch die Gegend. Das ist Carlotta. Baujahr 73, eine Primavera 125, die mein ältester Freund für mich ersteigert hat, weil er meine Leidensgeschichte kennt, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Okay, was passiert eigentlich mit einer Wurst, die man nicht verkaufen will oder selber essen will? Man funktioniert sie um zu meinem Bildlogo in Fotoform. Das ist nämlich ein Emoticon in Wurstform, wie man hier ganz gut sehen kann. Ja, das war in Apulien, in Nardo nämlich, wo wir durch Zufall einen sagenhaften Grill oder eine Rosticceria entdeckt haben. Und zwar ist es ein Steinofen und man sieht ganz gut, das ist ein Grillschlitten, auf dem die geilsten, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal sagen, Kalbsfleischwürste mit einem Leberanteil, Salbei drin waren und sensationell. Okay, das war auch in Nardo, das ist ernstzunehmende Street Art, hat mir sehr gut gefallen.
19, 20. Naja, das war auch eine Wand von einem Schloss, glaube ich. Okay, hier die Leidensgeschichte. Das war der Vorgänger zu Carlotta. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Diese hier gehört mir nicht. Das war am Strand in Apulien. Mir kamen kurz die Tränen. Wer sowas besitzt, nicht verkaufen. Falls doch, bitte bei mir anrufen. Das ist eine Rallye 200, schätzungsweise Baujahr 74. Okay, das ist wahrscheinlich eine der Cousinen von Roberta, nämlich einem anderen Dreirad. Das habe ich in Italien entdeckt. Die Italiener benutzen das ganz gern als Eismobil. Leider hat es zu und ich konnte das Eis nicht probieren, aber die Apes sind multifunktionelle Fahrzeuge, die einen auch ganz selten im Stich lassen. Okay, die Wurst gehört nicht nur auf den Grill, sondern auch auf Kleidung, wie man hier sieht. Das ist die Tochter von einem Freund von mir und die hat natürlich auch ein Wash-T-Shirt gebraucht. Das ist eine Anlehnung an eine Leidenschaft von mir. Ich höre schon sehr lange elektronische Musik und es gibt einen Haustitel, der ähnlich lautet. Okay, das sind einfach Chilis, das war auch ein nettes Bild aus dem Urlaub und ja, wie das Leben und das Essen, braucht man eine gewisse Würze. Ich sage immer, wenn es viel zu scharf ist, ist irgendwas verdorben oder man will den Geschmack des Essens übertünchen. Das war an einem Gemüsestand. Okay, daher wären wir wieder bei der Wurst. Die findet man auch ganz gern mal bei mir auf anderen Kleidungsstücken. Meine Lieblingsfarbe ist Camouflage, muss gestehen. Das ist vielleicht ab und zu nicht angebracht, aber hier haben wir ein paar Würstel versteckt, auf der Rückseite auch. Die Hose trägt ein Freund von mir und Mitarbeiter und er wurde schon oft gefragt, was das soll. Jetzt wollen Sie bestimmt wissen, was das soll. Das ist das Dach von einer Kirche, auch in Apulien. Es war einfach ein sensationeller Tag, ein strahlend blauer Himmel. Dieses Dach hinterließ einen riesen Eindruck bei mir. Und letztendlich denke ich, Glaube ist bei allem wichtig, was man tut. Ja, das ist mein Motto. Danke nochmal an Michael Gottschek, das ist ein Freund von mir. Der hat auch einen Haufen Flausen im Kopf. Naja, und irgendwann hat er mir dieses Bild geschickt. Auf jeden Fall war es ein Lacher wert. Und außer Wurst können wir noch einiges mehr. Aber gucken Sie sich mal unsere Website an, da können Sie das selber entdecken. Danke. Ja. Vielen Dank, Sasan Yazdani.